die peinlichsten Kommentare zu meinem Rohard-Casino-Video herkommen. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich bin ja eigentlich jetzt nicht so ein Überfan von diesem. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, aber jetzt nicht so ein Überfan, immer nur so von Kommentarvideos, aber kann man schon mal machen. Marc, grüß dich. Jo, Freunde der Kritik, ich habe ja am Freitag mein Video zu Rohard hochgeladen und ich habe mir dabei auch eigentlich gar nichts gedacht, aber Junge, die Kommentare von seiner Community, holy, und ihr wisst, ich gehe gerne auf sowas ein. Yeah. Rohard hat natürlich direkt auf das Video reagiert, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das mache ich in der Reaction, das reicht. Die Aktion, die er dann aber bei GTA RP gebracht hat, war wirklich richtig erwachsen und cool. Und zwar haben sie sich einen Kuchen gekauft und haben dann auf mich drauf gepieselt. Ich habe mir einen Kuchen kurz gekauft, Digga. Ich stelle warte kurz. Moment, Digga. Warte. Ach, da hat Monte mitgemacht. Nee, warte, Digga. So, jetzt pisse ich auf den Kuchen, Digga. Hier. Hier, siehst du das? Ja, ja. Warte siehst du mal, das, Digga? Ich piss auch auf. Hier. Hier, Digga. Hier. Siehst du? Ja. Oh, ja, mach den Mund auf, Baby. Oh. Ach nee, das ist Bassi. Bassi, das ist nicht wirklich Montana Black, der hat einfach nur die gleiche Stimme wie Montana Black, der spielt das. Leute, das ist nicht Montana Black, ich dachte erst auch, das ist Montana Black, ich dachte hier, Junge, Alter, man merkt einfach, Monty, der mag scheinbar jetzt Kuchen nicht mehr, aber es ist einer, der spielt in GTA Roleplay Montana Black einfach. Deswegen, er kann die gleiche Stimme so nachmachen. Oh ja, Baby. Oh. Oh, der liebt, dieser Kuchen steht doch. Weißt du, was das Ding ist? Ich weiß nicht, was kindischer ist. Die Aktion oder dass der Chat das wirklich gefeiert hat. Bevor Leute mir bei diesem Video jetzt aber... Ich fand es gerade echt so unangenehm, dass ich schon kurz lachen musste, aber weil ich auch dachte, dass es halt gerade wirklich Monte war. Ich dachte, Alter, wenn das Monte ist, einfach so, stellt euch vor, Monte. Also, er zieht einfach die Aktion durch. Also so richtig... Aber es ist ja eine typische Monte-Aktion gewesen, ne? Damit kommen mit, du musst dich nur rechtfertigen, weil dein Video so schlecht angekommen ist, möchte ich euch mal kurz faktenbasiert erläutern, warum das überhaupt nicht der Fall ist. Ich habe, nachdem ich mein Video hochgeladen habe, noch dieses ellenlange Statement hier hochgeladen. Eine Person hat dann darunter kommentiert, dass ja nicht nur Fanboys mein Video gedisliked haben, da die Bewertung auch von den Likes her grundsätzlich schlechter ist als bei meinen anderen Videos. Durch meine Bewertung kann ich jetzt aber lustigerweise beweisen, dass tatsächlich größtenteils nur Rohard-Fanboys mein Video gedisliked haben. Auf Nindo kann man sehen, dass meine Videos im Durchschnitt 373.000 Aufrufe und 36.000 Likes haben. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeder 10,8 Zuschauer mein Video liked. Das Rohard-Video hatte zum Zeitpunkt des Scripts am Montag 328.000 Aufrufe und 32.500 Likes. Runtergerechnet bedeutet das, dass jeder 10,08 das Video geliked hat. Damit ist die Like-Rate sogar leicht höher, als sie in meinem Kanaldurchschnitt ist. Das zeigt halt schon, dass meine Community das Video genauso gefeiert hat, wie jedes andere meiner Videos auch. Also müssen die Dislikes woanders herkommen, höchstwahrscheinlich von Fanboys von Rohard. Lustigerweise waren die Top-Kommentare kurz nach dem Upload sogar eher negativ. Also ja, es könnten natürlich jetzt auch Fanboys von Montana Black sein, weil ohne Montana Black hätte ja Rohard auch nicht die Community. Letztendlich profitiert ja Rohard derzeit extrem davon, dass Monte halt mit ihm streamt. Ja, also letztendlich ist es die Montes Community, nur die teilen sich gerade eben die Community sozusagen. Junge, aber Rohard hat teilweise 40.000 Live-Zuschauer. Junge, der hat im August 400 Zuschauer im Durchschnitt gehabt. 400! Der macht gerade das Hundertfache. Also ich habe schon viel erlebt, aber der lebt gerade eben in einer ganz, ganz anderen Welt. Also da wurde ich schon des Öfteren kritisiert. Nachdem die ganzen Rohard-Fanboys aber weg waren, zum Beispiel jetzt kann man ja nachschauen, sind 95% der Top-Kommentare durchweg positiv und loben mich dafür. Einfach, weil die halt auf mein Video gekommen sind, gedisliked haben, irgendwelche negativen Kommentare dagelassen haben und weggegangen sind. Mit der Zeit war dann halt nur noch meine Community da und das Ganze hat sich wieder normalisiert. Ich meine, die Dislikes kommen halt teilweise auch von Personen, die sowas hier geschrieben haben. Wurdest du in der Schulzeit zu viel von geschlagen von Ausländern und die dir dein Pausen Brötchen weggenommen haben, was deine Mama dir gemacht hat, dass du so beleidigend bist?
Warum ist es denn hier wichtig, dass mich Ausländer geschlagen haben? Wäre ich anders, wenn es Deutsche gewesen wären? Der größte Kritikpunkt an meinem Video war übrigens sowas wie, dass das ja gar keine Denkpausen bei ihm gewesen sind, sondern er da den Chat gelesen hat und generell, dass ich viel zu viele Fronts in das Video eingebaut habe. Die meisten meiner Fronts waren halt nun mal offensichtlich sarkastische Äußerungen und Sarkasmus ist nun mal bitterer Spott gegen andere. Das nutze ich halt in jedem Video. Gegen den einen halt mehr als gegen den anderen muss man ja immer schauen, wie viel Angriffsfläche geboten wird und Junge, Rohat war da wirklich ein Fest für sarkastische Äußerungen. Mein Cutter zum Beispiel hat das Video mega gefeiert und wie ich euch gerade zeigen konnte, meine Community auch. Die einzigen Personen, die meinen Sarkasmus nicht verstanden haben, sind die Leute von Rohat. Und no front an dieser Stelle, aber es gibt einige Studien, die belegen, dass Leute, die Sarkasmus benutzen und verstehen, intelligenter sind als diejenigen, die es nicht tun. Nur mal so am Rande erwähnt. Bei der nächsten Person bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob die jetzt trollt oder nicht. Unter anderem hat sie geschrieben, dass das nicht korrekt ist, weil Rohat 18 Jahre jung ist. Was hat das eine denn mit dem anderen? Der ist 18 Jahre. Ciao Leben, wirklich. Ciao Leben. Der ist 18 Jahre, Junge. Der hat gerade eben so 40.000 Zuschauer teilweise. Er hat es einfach geschafft. Alter, von jetzt auf gleich, ne? Das sieht aus wie 46. Ja, keine Ahnung, der hat jetzt auch lange gestreamt oder streamt vielleicht sogar immer. Ich glaube, der streamt sogar immer noch. Aber kann man schon mal machen, ne? Zu tun. Also, wenn er nicht so kluge Äußerungen bringt, dann habe ich doch das Recht, ihn zu kritisieren. Oder gibt es ein Mindestalter, ab wann man Influencer kritisieren darf? Vor allem ist das für die Leute jetzt voll das Argument, um Rohat zu verteidigen, weil er ja noch so jung ist. Lustigerweise war Simex bei seinem ersten Skandal mit dem Corona-Video auch erst 19 Jahre, also gerade mal ein Jahr älter. Da war es komischerweise... Ich finde, man sollte, und ich weiß nicht, stimmt ihr mir dazu, eins in den Chat, wenn ihr mir zustimmt? Ich finde, man darf keine Leute kritisieren, die 18 Jahre alt sind. Ich finde, das ist so eine magische Zahl. Weil, guck mal, da kann man noch so viele Fehler machen, man checkt es nicht. Ich finde, es ist cringe, 18-Jährige darauf hinzuweisen, dass sie da Fehler machen. Wie viele Jahre jung ist denn der Kevin? Ich bin 22 Jahre jung. Zwei, okay, alles klar. Ja, stimmt mir jemand zu, so mit 18, also eins in den Chat, wer auch findet, dass man mit 18 einfach auch niemanden belangen darf. Ich finde auch so strafrechtlich. Ja, hier genau, finde, man sollte erst ab 19 strafrechtlich verurteilt werden dürfen, ja. Davor sollte alles erlaubt sein einfach. Finde ich persönlich, ja. Helena, was meinst du mit Revi? Ja, aber nur mit 18, 17 oder 19 ist okay. Ja, nur mit 18. 18 ist genau das magische Alter. Das geht gar nicht. Aber für alle durchweg in Ordnung, dass jeder Streamer und jeder YouTuber da draufgehauen hat wie sonst irgendwas. Ich meine, ihm haben wir doch auch gar keine Chance gegeben, sich zu bessern oder den Fehler selber einzusehen. Warum ist es bei Simex also okay draufzuhauen, bei Rohat aber nicht? Wenn eine Person etwas Dummes sagt, dann kritisiere ich die dafür. Da ist mir das Alter doch egal. Da hätte Rohat auch 13 sein können. Für Nicole ist es dann übrigens auch noch ein Argument gewesen, dass er ja erst 5 Minuten wach gewesen und noch nicht so lange Fame ist. Hä? Also, wenn er jetzt länger Fame gewesen wäre, dann hätte er anders auf mein Video reagiert. Ich meine, er hat ja nicht beleidigt oder mich nicht runtergemacht oder sonst irgendwas. Er hat ja einfach nur viele Aussagen nicht gecheckt. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn er jetzt längere Zeit Fame gewesen wäre. Oder ändert sich die Meinung zu Glücksspiel ganz plötzlich, wenn man länger erfolgreich ist? Das mit dem Wachsein stimmt. Rohat hat auch im Vorfeld schon einige Tage gestreamt und kaum geschlafen und viele haben auch kritisiert, dass ich das nicht erwähnt habe. Und das habe ich auch nicht gemacht, einfach aus dem Grund, weil es für mich halt überhaupt keinen Unterschied macht. Wenn er merkt, dass er leistungstechnisch gerade nicht in der Lage ist, auf wichtige Themen wie Glücksspiel oder Glücksspielsucht zu reagieren, dann soll er es halt einfach nicht machen. Also ich sag mal so, er kann ja trotzdem auf sämtliche Videos reagieren. Klar, seine Reaction war cringe, aber dass er halt so Denkpausen hat, ist auch komisch gewesen, ja. Aber umso amüsanter fand ich dann das Video. Aber ich finde schon, darf er ihn zugutehalten, dass er da einfach so ein bisschen auch nochmal nachdenkt. Also, das ist mir persönlich egal, solange aber so halbwegs was bei rumkommt. Das Problem war ja bei Rohat, seine Aussagen... Also nicht nur, dass sie keinen Sinn gemacht haben, die hatten auch nicht wirklich einen Zusammenhang. Also auch so diese Reaction mit und er hat einfach weitergemacht, das macht dann wirklich gar keinen Sinn. Also dann ist wirklich vielleicht Zeit, sein Verhalten demnach zu ändern. Dankeschön, ja. Es ist doch komplett legitim, dass ich das kritisiere, denn er hat die Aussagen ja trotzdem in der Öffentlichkeit vor über 10.000 Zuschauern gedroppt. Und da ist es doch auch komplett in Ordnung, dass ich mich sarkastisch über sein Verhalten oder seine Müdigkeit lustig mache. Oder darf man Sarkasmus nur benutzen, wenn die Person topfit sind?
Das würde irgendwie gar keinen Sinn machen. Ich hätte kein Video zu ihm gemacht, wenn er jetzt auf irgendwelche Memes oder lustigen Videos reagiert und dann solche Aussetzer gehabt hätte. Mir ging es ja nicht um Rohat als Person, sondern um das Thema Glücksspiel und wie er das Ganze falsch in seinem Stream dargestellt hat, vor 10.000 Zuschauern. Das Thema ist nun mal unfassbar wichtig. Und wenn du halt gerade merkst, dass du dem Video nicht richtig folgen kannst, dann reagier doch einfach nicht drauf. Das Video läuft dir nicht weg. Außer wenn Monte bei mir angerufen hätte. Ach ja, die Monte-Thematik und Video aus Offline ist schon sehr amüsant gewesen. Aber dann hätte ihr Monte vielleicht angerufen, aber dann wäre das Video trotzdem zensiert nochmal online gekommen. So ein Ding ist das. Und mehr auch nicht. Ja, weil wenn das dann nämlich strafrechtliche Folgen auch für Tim hätte und auch für Monte hätte, so dann finde ich da schon, dass man das Video offline nehmen sollte. Der nächste Kommentar von Nicole wirft mir dann vor, dass ich mich nicht privat bei ihm gemeldet habe, weil ich hätte das Ganze ja halt auch so klären können. Okay, fassen wir das mal zusammen. Ich mache ein Video über die Glücksspielaktion von Montana Black. Rohat reagiert dann öffentlich mit 10.000 Leuten auf mein Video, versteht so circa alles falsch und kann mir nicht richtig folgen. Und ich soll mich dann privat bei ihm melden, obwohl er mich ja vorher auch öffentlich kritisiert hat? Digga, das macht überhaupt keinen Sinn, was du da sagst. Vor allem dann auch dieser Vorwurf, ich kann dir sagen, warum. Klicks. Ja, ich will Klicks. Genauso wie jeder andere YouTuber und Twitch-Streamer auf dieser Welt. Hier. Sagt's euch ehrlich, bei jeder Diskussion mit irgendjemand, das Erste, was kommt, ist immer, ey, du willst doch bloß Klicks, du willst doch bloß Fame oder was weiß ich. Ich denke mir so, ja, danke, das ist mein Konzept auf YouTube, ja, dass ich Leute damit erreiche. Das freut mich immer sehr, wenn das Klicks bekommt. Das ist immer so ein Argument, du willst doch bloß Klicks. Das hat ja noch nie Sinn gemacht, das Argument zu bringen, du willst doch nur Klicks. Weil es ist ja logisch, im Vorhinein ist es ja schon logisch, dass man Klicks will. Das ist bei dem YouTuber ist das normalerweise Standard, dass man Klicks haben möchte, ja. Passt halt wieder super ein altes Video von Mimi. Da hat er nämlich mal gesagt, dass Leute die YouTuber immer in gut und böse einordnen und dementsprechend dann halt auch für Aktionen kritisieren oder halt auch... Alpha Kill, er will nicht nur Klicks, er wird auch das Geld nehmen. Ich würde auch das Geld nehmen, bin ich euch ehrlich. So, mach ich halt keine Klicks, aber wenn ich weiß, dass ich pro Video 5000 Euro bekomme, dann alles entspannt. Auch nicht kritisieren. Rohat streamt momentan den ganzen Tag und streamt länger, wenn Leute bei ihm subben. Also normalerweise halt Geld für ihn ausgeben. Damit möchte er natürlich mehr Geld und Reichweite haben. Das ist komplett in Ordnung. Aber dass ich öffentlich jemanden kritisiere, der zu einem wichtigen Thema Falschaussagen gedroppt hat, das geht halt gar nicht, weil ich möchte nur Klicks damit haben. Ich will nicht mal sagen, dass das, was Rohat macht, schlimm ist. Das würde ich genauso machen, beziehungsweise mache ich auch bei 12 und 24 Stunden Livestreams. Aber das ist halt schon eine Doppelmoral. Ich höre, der macht aber gerade alles richtig, ne? Der macht gerade alles richtig. Friedrich, grüß dich. Der hat jetzt gerade einen übelsten Hype, hat so viele Zuschauer und macht gerade einfach einen Submarathon. Also, wie schlau willst du die Situation eigentlich ausnutzen? Das heißt, er ist jetzt gerade tagelang live, hat, glaube ich, über 18.000 Subs dadurch. Andere Liga. Er sichert sich gerade mies ab. So, dann kann er sich dann in 2-3 Monaten, kann er sich dann ganz entspannt sogar ein Haus kaufen, theoretisch so, wenn es auch finanziell dann wahrscheinlich weiter so läuft. Das ist krass. Also der macht das schlau. Die Aussagen in seinen Videos sind allerdings, oder in seinen Streams sind teilweise nicht so schlau, aber bei Rohat, der nutzt gerade die Situation sinnvoll aus, muss man schon sagen. Weil wir beide wollen offensichtlich Klicks und Reichweite. Bei mir ist das kritisierbar, bei ihm ist das aber absolut in Ordnung. Liegt es vielleicht daran, dass ich für Nicole gerade auf der bösen Seite stehe und man da einfach generell alles kritisiert? Ach so, wenn man sagt, dass man nichts anderes als Klicks will, also dass man sich sonst nicht für das Thema interessiert hätte, so ist das gemeint. Ja, aber es ist ja nicht nur die Klicks sozusagen, weißt du, wie ich meine? Es ergibt nicht viel Sinn, das mit diesen Klicks. Klar, wenn du das jetzt vorwirfst, okay, dann kann man sagen, ja, wenn du dich nicht dafür interessierst, bla bla bla, aber man hat ja offensichtlich gesehen, dass er Interesse besteht. Das ist halt ein Quatsch. ...kritisieren kann, was man bei anderen durchgehen lässt. Genau aus dem gleichen Grund ist es ja zum Beispiel auch okay, dass ich jetzt schon 10 Videos über Simex gemacht habe. Ich meine, man kann bei Simex halt zumindest das Gefühl haben, dass er seine Trennung noch nicht so ganz verarbeitet hat. Und in meinem neuesten Video hau ich wieder komplett drauf, indem ich seine Beziehung nochmal auseinandernehme. Da hat komischerweise sowas kommentiert wie, ey, warum haust du da wieder drauf? Tut Simex dir nicht leid? Der macht doch gerade was durch. Es war für alle okay, dass ich ihn kritisiere und das auch sarkastisch mache. Bei Rohat ist das dann aber plötzlich nicht mehr in Ordnung, weil Simex auf der bösen Seite steht und Rohat auf der guten. Denkt mal drüber nach. Lustigerweise ist mein Video sogar unter meinem Kanal durch... Das ist aber immer so, ne? Das ist das, was ich auch schon oft angesprochen habe in Videos. Wenn du negativer YouTuber bist, du kannst was Positives machen, die Leute werden es trotzdem negativ sprechen, werden trotzdem sagen, Alter, scheiß Aktion.
Wenn du ein positiver YouTuber bist, die Leute, egal, du kannst auch Scheiße machen. So, die Leute werden dich feiern. Du redest über Casino und sagst, dass es geil ist, du bewirbst Casino, die Leute sagen, ja, lass den doch machen. Alter, bei dem C-Max, der wäre das so des Todes gehatet worden, unglaublich. Ja. Schnitt geblieben, womit ich jetzt ehrlich gesagt sogar gerechnet habe. Es gibt sogar Leute, die mir vorwerfen, dass ich jetzt nur seinen Hype mitnehmen wollen würde. Aber Leute, Twitch ist nicht gleich YouTube. Ja, er ist auf Twitch gerade super erfolgreich. Mit GTA Roleplay hat er gerade seine Nische gefunden, wo ihm halt wirklich super viele Leute zugucken. Auf YouTube hat er aber noch keinen so riesigen Erfolg. Viele meiner Zuschauer kannten ihn gar nicht, wie man an den Kommentaren unter meinem Video auch sehen kann. Auf YouTube profitiert man nur selten davon, irgendwelche Twitch-Streamer zu kritisieren, nur weil die gerade im Hype sind. Außer die haben wirklich gerade richtig Scheiße am Stecken. 10.000 Live-Zuschauer, die zum Beispiel Rohat hat, sind zwar auf Twitch gesehen mega viel, das sind so gesehen aber auch nur 10.000 Klicks auf einem YouTube-Video, was schon wieder gar nichts ist. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn ich nur seinen Hype mitnehmen wollte, warum habe ich da nicht einfach positiv über ihn berichtet, um seine Zuschauer abzugrasen? Vielleicht ging es mir wirklich um das Thema Glücksspiel, weil es mir wichtig ist. Nee, das kann nicht sein. Ist auch so. Auch so ein Thema, ja, auch braucht es genau das gleiche Thema auch bei Monte, ja. Das ist auch dieses Thema so, ja, du willst nur Klicks, bla bla bla, oder du willst ja einfach nur Fame abstauben oder nur, dass Monte auf dich reagiert und so weiter. Ey, wirklich, ich habe mich auch schon, als ich damals mal ein Video zu Monte gemacht habe, ja, du willst ja bloß, dass Monte drauf reagiert. Ich denke so, also ich habe Monte kritisiert. Wenn ich wollte, dass Monte auf mich reagiert von einem großen Publikum, dann würde ich doch eher ein positives Video machen, weil dann könnte ich ja... Dann hat vielleicht Monte ein positives Bild zu mir und sagt, ey, ganz cooles Video, der steht auf meiner Seite, alles ist cool und die Leute kommen rüber. Wenn ich den aber kritisiere und sage, was ich nicht so nice finde, dann weiß ich ja ganz genau, bekomme ich Hate, bekomme ich halt kein Abo dazu und das war's. Also... Es ist eigentlich Quatsch. Es ist wirklich ganz, ganz großer Quatsch. Ebenfalls haben mir sogar Leute einfach vorgeworfen, dass ich ja neidisch bin, weil er jetzt viel, viel erfolgreicher ist als ich. Ja. Ja, auf Twitch ist er deutlich erfolgreicher als ich. Allerdings streame ich da auch so gut wie gar nicht mehr. Laut Nindo bin ich... Hey, Lüge. Der streamt doch alle zwei Tage, oder? Hä? Tim, also, das ist eine Lüge. Der ist schon relativ aktiv. Also, er ist jetzt nicht jeden Tag am Start. Aber schon zu jedem zweiten Tag, würde ich sagen. Derzeit der 35 erfolgreichste YouTuber in Deutschland. Das Ganze auch übrigens schon seit fast einem Jahr. Und YouTube ist auch generell die Plattform, die eher für langfristige Erfolge und höhere Einnahmen bekannt ist. Also, wo ist er erfolgreicher? Ja, auf Twitch, da geht er momentan mega ab. Aber insgesamt gesehen bin ich trotzdem noch deutlich erfolgreicher als er. Eine Person hat mir auch vorgeworfen, dass ich das Video gegen ihn ja nur gedroppt habe, weil er gerade im Hype ist und ich sonst gar nichts dazu gesagt hätte. Lustigerweise habe ich in der Vergangenheit ja schon des Öfteren YouTuber kritisiert, die halt gar keine Reichweite haben. Poletopia zum Beispiel hat vielleicht 4.000 Abonnenten gehabt, Floppy so 5.000, Einwash 3.000 und was cool ist, hatte glaube ich so 30 Abonnenten, als ich ein Video zu ihm gemacht habe. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, oder? Ebenso habe ich in meinem langen Statement auch die Frage gestellt, dass wenn es mir um Reichweite geht, warum ich dann nichts zum Tanzi Monte Talk gemacht habe. Und man muss sagen, er hat ja auch schon zu mir ein Video gemacht. Und ich habe jetzt auf Twitch auch nicht die Reichweite, die Rohat hat. Und auch davor, na gut, ich hatte davor schon die Reichweite, die Rohat hatte. Okay, gut, dann, ja, wir zählen das so bis Juli. Und ja, deswegen, ja, dann bleibe ich doch bei meiner Aussage. Ich finde es schon krass, ja. Was ja auch wahrscheinlich viele interessieren würde. Und die klügste Nachricht, die ich dazu bekommen habe, war folgende. Ganz einfach, weil Monte gesagt hat, er strikt jeden weg, der das hochlädt. Du Hänger. Bro, wir haben das Zitatrecht in Deutschland. Er kann mich nicht striken, wenn ich kurze Ausschnitte benutze und daraus was Eigenes mache, beziehungsweise darauf eingehe. Ja. Also, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, dann laber doch bitte einfach nicht. Vor allem ist dieses Hype-Argument auch generell einfach dumm. Ich meine, ihr müsst mir überlegen, ich mache ein 15-Minuten-Video, wo ich die ganze Zeit sinnvolle Argumente bringe und auf das, was er sagt, eingehe. Und anstatt, dass Leute vielleicht auf den Gedanken kommen, ja stimmt, er wollte einfach das Gesagte kritisieren, werfen mir die Leute einfach vor, dass ich das nur wegen dem Hype gemacht habe. Also noch dümmer geht's doch einfach nicht, oder? Unfassbar lost sind auch solche Kommentare hier. Ich kenne dich jetzt schon über gefühlt 15 Jahre. Ich muss schon sagen, in letzter Zeit ist dein Content meistens gegen andere Leute, die gerade einen Hype haben. Möglicherweise, weil das mehr Klicks bringt. Das ist halt einfach nachweislich falsch. Ich meine, ich nenne dir jetzt einfach mal die 15 Leute, gegen die ich zuletzt ein Video gemacht habe. Rohat, Luke Mockridge, Oliver Pocher, Montana Black, Z-Max, Wash, ABK, Aline Bachmann, ABK und Alpha Kevin, Mrs. Bella und die Lochis, Aline Bachmann, Alpha Kevin, Max Emre. Zweimal in der Liste. Aber Aline Bachmann auch zweimal in der Liste. Scheiße. Und ABK auch zweimal in der Liste. Mockridge, Papa Platte. Und Luke Mockridge auch zweimal in der Liste. Es doppelt sich manches.
Scheiße. Wer von denen, außer Rohat, hat jetzt wirklich gerade einen Hype? Also, dass die Person wirklich gerade mega abgeht. Ja, einige Themen davon wurden so... Eins in den Chat, wenn ihr sagt, ich habe gerade einen Hype. Komm, enttäuscht mich nicht. Schreibt eine Eins rein, ja. Es ist so. Nennen wir das Kind beim Namen, ja. Wir sind so stolz auf dich. Ehre. Ja, Kevin, jedenfalls. Ich schäme dich, wirklich. Jules, gib gleich einen Permaban. So ein bisschen in der Öffentlichkeit diskutiert, zum Beispiel Luke Mockridge. Aber es ist ja auch klar, dass ich meine Meinung zu aktuellen Themen sagen möchte, die mich interessieren. Und das mache ich halt schon meine komplette YouTube-Laufbahn lang. Also keine Ahnung, was du in letzter Zeit mitbekommst. Aber der Kommentar ist halt einfach nur lost. Genauso dumm sind auch solche Kommentare, die ich per Privatnachricht bekommen habe. Und zwar habe ich mit so einem Typen kurz hin und her geschrieben, hatte irgendwann aber keinen Bock mehr zu antworten und war auch unterwegs den Geburtstag meiner Freundin feiern. Und irgendwie 10 Stunden später schreibt er, stark argumentiert, so verliert man Zuschauer-Abonnenten. So, Bro, mein Leben besteht nicht daraus, mit jedem Zuschauer von mir alles komplett auszuargumentieren, bis du glücklich bist. Was für ein verdrehtes Weltbild kann man eigentlich haben, dass der Typ davon ausgeht, dass ich gezwungen bin, alles bis zum Ende mit ihm zu diskutieren. Vor allem auch nach 10 Stunden, als wenn ich kein Privatleben hätte. Ich hab den auch blockiert. Digga, verpiss dich einfach, wenn du das siehst. Was kann ich abschließend dazu sagen? Man hat es im Chat von Rohat schon gesehen und bei mir in den Kommentaren ging es dann weiter. Einige Leute, die seine Videos feiern, sind halt wirklich einfach lost und unfassbar dumm. Aber immerhin hatten wir jetzt hier schöne Unterhaltung, meine Freunde. Aber, und da muss ich jetzt sagen, die Leute, die im Chat von einem anderen sind, die übernehmen halt auch die Meinung von dem anderen. Ja, hat ja auch Tim selber gesagt, so ist es ja nun mal. Und wenn der Typ halt lost ist, dann ist der Chat genauso lost. Und so ein Ding ist das, der Chat adaptiert meistens die Meinung von dem YouTuber oder von dem Streamer, von dem die gerade eben den Stream anschauen. Das ist halt schon stark.